Guten Tag. Heute haben wir was entdeckt. Ja, besser gesagt gestern, aber heute habe ich die Kamera erst dazu genommen. Das hier ist eine Kristallbatterie, also eine 180 Amperestunden LKW-Batterie auf Ammonium allein umgerüstet. Und hier hinten, was hier so pfietscht, das ist ein PNP Re-EMF Charger, der jetzt ungefähr seit einem Monat bei Wind und Wetter hier seinen Dienst tut. Ich muss ihn mal ein bisschen besser isolieren. Es war ja nur ein Prototyp, also nur mal ein Versuch, um zu gucken, ob das wunderbar funktioniert. Das hängt jetzt an einem 10 Ampere 12 Volt Panel dran. Aber jetzt kommt's. Über dem Re-EMF Charger schaut es so aus hier. Also, ich habe schon viele Weinblätter gesehen, aber von der Größe her, also sowas habe ich noch nicht gesehen. Es kann ein Zufall sein, dass das jetzt ausgerechnet hier direkt über dem Re-EMF-Charger unter Kristallbatterie wächst. Aber wir können ja mal ums Haus rumgehen. Mal gucken, ob ihr irgendwo ähnlich große Blätter findet wie da vorn. Hier nichts, da nichts, da auch nichts. Ja, irgendwie scheint es schon. Gut, die hier sind auch schon ziemlich groß. Ne? So. Aber das ist ja nichts im Vergleich zu dem hier. Zu diesem Teil. Also könnte sein, dass das alles nur Zufall ist. Aber vielleicht ist es ja gar nicht mal so schlecht fürs Protokoll, das festzuhalten. Also beim PNP Re-EMF, das ist glaube ich jetzt ein BD250, der hier rödelt als Transistor. So, okay, nur dass ihr auf dem Laufenden gehalten seid.